Ein kurzer Rückblick auf den ersten Teil unseres Projekts. Wir haben uns mit dem Problem der Stigmatisierung von Cannabis-Patienten in Bezug auf ihren Führerschein beschäftigt. Dazu haben wir mit einem Betroffenen gesprochen, der als Cannabis-Patient bereits seinen Führerschein abgeben musste. Ich bin nackig in meinem Bett um 7 Uhr morgens geweckt worden und die Polizei hat mich wirklich nicht im Straßenverkehr irgendwo mit einer Auffälligkeit kontrolliert. Cannabis-Patienten, wenn sie auffällig werden, irgendwie mit der Polizei, werden unter Generalverdacht gestellt. Das bedeutet, es wird sofort die Fahreignung angezweifelt. Und das ist halt eine komplett andere Behandlung als bei jeglichem anderen BTM-Patienten. Also wenn ich jetzt mein Ritalin, meine Opiate oder so im Handschuhfach liegen habe bei der Polizeikontrolle, würden die nie auf die Idee kommen, mir nachträglich, gerade wenn sie nichts gefunden haben und ich nicht auffällig geworden bin, der Führerscheinstelle zu melden, sodass die, Herr Kühne, Sie sind ja Opiatpatient gegen Ihre Schmerzen, kommen Sie mal bitte zur MPU und gucken Sie, ob Sie Ihre Medikamente richtig zu sich nehmen. Das ist komplett Stigmatisierung. Es ist an der Zeit, die Stigmatisierung von Cannabis-Patienten zu beenden. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, die örtliche Führerscheinstelle anzurufen und persönlich zu erfahren, warum so viele Cannabis-Patienten derzeit um ihren Führerschein bangen müssen und wo man sich informieren kann, um mehr darüber zu erfahren. Die Antwort der Führerscheinstelle hat mich jedoch schockiert. Das steht in der Fahrerlaubnisverordnung. Ich sag mal, da werden Sie es wahrscheinlich auch nicht so explizit finden. Da gibt es noch Kommentierungen und noch Pipapo. Also es ist halt auch eine Grauzone. Solange es halt keine anderen Regelungen gibt, können wir halt auch nicht anders drauf reagieren. Kommt er dann wieder von weiter oben. Das ist eine Grauzone, die zu Lasten der Patienten geht. Ich fühle mich an dieser Stelle als Betroffener von der Politik im Stich gelassen. Ich habe bei SPD-Politiker Dirk Heidenblut nachgefragt, warum Führerscheinstellen so willkürlich mit Cannabis-Patienten umgehen und wie diese Ungerechtigkeit in der Zukunft vermieden werden kann. Dass es da eine gewisse Verselbstständigung unter den Führerscheinbehörden in den Ländern gab, das haben wir, glaube ich, nicht einkalkuliert. Vor allen Dingen frage ich mich immer, ob da überhaupt keiner merkt, dass er hier Menschen, die sowieso schon krank sind, zusätzlich erhebliche Probleme macht und im Zweifel sie in ihrer Krankheit dann eben in eine ausweglose Situation und eine richtige Verzweiflung nochmal stürzt. Ich halte das für ein unverantwortliches Vorgehen. Niemand will, dass jemand, der fahruntüchtig ist, Auto fährt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir wollen auch nicht, dass Menschen, die fahrtüchtig sind und die es auch mit vernünftig eingestellter Medikation sind, einfach am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilhaben können. Ansonsten können wir in der Politik nur schauen, dass das Gesetz, das an der Stelle offensichtlich nicht so umgesetzt wird, wie es von uns gedacht war, nachgeschärft wird oder dass wir klare Regularien vorgeben. Denn es ist nicht vorgesehen, dass Cannabis-Patienten anders behandelt werden als andere BTM-Patienten. Und das haben wir früher ja nie so gehört, dass dann plötzlich sozusagen hintenrum der Führerschein weg war. Starke Worte von Dirk Heidenblut. Es bleibt abzuwarten, ob die Politik nach dieser Reportage nun auch endlich handelt. Ich habe mit Georg Woth vom Deutschen Hanfverband gesprochen. Und er betonte in dem Gespräch, dass die Polizisten in erster Linie dafür verantwortlich sind, eine klare und einheitliche Regelung im Umgang mit Cannabis-Patienten zu schaffen. Die beste Neuerung, wenn die Polizisten mal verstehen würden, das ist ein ganz normales Medikament und behandelt die Leute, als hätten sie eben ganz normales Medikament dabei. Die Polizei macht halt ein Riesengedöns daraus im Zweifelsfall, wenn sie jemand erwischt. Und da braucht es noch viel Fortschritt, sage ich mal, in der Denke. Eigenverantwortung ist auch noch ein wichtiges Stichwort. Ja, da steht ja auch in der Regelung drin, die Leute müssen sich selbst reinhorchen sozusagen. Ja, bin ich wirklich fahrtüchtig? Und nur dann sollen sie eben auch fahren. Ja, kann man auch nur appellieren an Patienten, ne, eben die nicht regelmäßig konsumieren. Achte da drauf. Fahr nicht irgendwie bekifft durch die Gegend. Wenn du das Gefühl hast, du bist zu langsam in deinen Reaktionen oder du hast irgendwie Wahrnehmungsfaxen oder was, ja, dann setz dich nicht hinter Steuer. Die Verkehrssicherheit steht bei vielen im Fokus, insbesondere bei jenen, die regelmäßig am Straßenverkehr teilnehmen. Um der Verantwortung unseres Projekts gerecht zu werden, haben wir uns für Reaktionstests bei der MPU-Stelle sowie Fahreignung und Bremstests auf dem ADAC-Testgelände entschieden. Auf diese Weise wollen wir sicherstellen, dass wir stets fahrtauglich sind und unseren Teil zur Verkehrssicherheit beitragen können. Begleitet werden wir bei diesen Tests von den Ärzten Ariane Gutschke und Emanuel Rivoire sowie dem Anwalt für Verkehrsrecht Dr. Marc Herzog. Das Thema Führerschein ist bei einer Cannabistherapie natürlich ein wichtiger Aspekt, den man ansprechen sollte. Ich habe die beiden Ärzte gefragt, wie sie das Thema zu Beginn einer Therapie ansprechen. Also zum einen ist es auffällig, dass diese Fragen von den Patienten als erstes gestellt werden, also dass wir das häufig gar nicht ansprechen müssen, sondern dass das zu den ersten Fragen gehört, die da kommen. Pauschalantworten gibt es nicht.
so wie einfach auch jeder Mensch individuell ist, finde ich, muss einfach auch die Eindosierungsphase individuell betrachtet werden. Es versteht sich, glaube ich, für mich, für uns von selbst, dass jetzt niemand direkt nach dem Konsum sich hinters Lenker setzen sollte, sondern dass es eine gewisse Zeit braucht, um sich auch einfach mit dieser Heilpflanze und der Wirkung vertraut gemacht zu haben, um sich dann letztendlich selbst einzuschätzen. Also das, was die Cannabis-Medizin auszeichnet, das ist, dass es eine sehr individuelle und auch fein getunte Therapie ist, wo man eben auf jeden Patienten genau schauen muss, was bringt er mit, was bringt er für Erfahrungen mit. Und am Ende, sage ich mal, ist es wie eine neue Medikation, an die man sich gewöhnen muss. Und es ist dann auch unterschiedlich von Patient zu Patient, wie schnell schafft er es, sich zu adaptieren an die neue Medikation. Und das schaut man dann eben von Fall zu Fall. Und wenn man eine große Erfahrung mitbringt zum Thema Cannabis, geht es manchmal auch schneller, als wenn man da eben ganz startet. Und da ist eben prinzipiell immer wichtig, dass man eben start low, go slow, also dass man eben klein anfängt, langsam anfängt und sich so Stück für Stück vortastet. Und dann eben, ich sag mal so in der Regel vielleicht 2 bis 4 Wochen, kann man sagen, die Eindosierungszeit ist vorbei. Aber am Ende, wie gesagt, das ist ganz, ganz individuell. Vor den Tests haben wir unsere Teilnehmer gefragt, wie sie zur medizinischen Cannabistherapie gekommen sind und wie sie ihre Leistungsfähigkeit unter Einfluss ihres Medikaments einschätzen. Aber fangen wir erst einmal bei mir. Ich bin jetzt seit Oktober 2020 Cannabispatient, therapiere mich sehr, sehr erfolgreich damit. Ich habe da meine Magen- und Darmprobleme, das war die Diagnose, Reizdarm, Divertikulitis, sich immer wieder entzündende Herde im Magenbereich, auch Gastritis, die ich damit überwinden konnte. Ich kann wirklich sagen, die Cannabistherapie hat mir den Weg weg von der Schulmedizin letzten Endes gebracht. Das heißt, ich nehme keine weiteren Tabletten mehr zu mir, bin richtig gut eingestellt, würde mich sogar selber so weit einschätzen, dass ich nach 30 bis 45 Minuten mich in der Lage fühle, am Straßenverkehr wieder teilzunehmen. Also bei mir ist es seit ein paar Jahren so, es ist ein relativ stressiger Beruf, den ich habe, wo ich zu einer gewissen Zeit Probleme hatte, abends einzuschlafen. Und ich habe gemerkt, dass Cannabis durchaus hilft und bin deshalb seit Anfang des Jahres Cannabis-Patient wegen Schlafstörungen. Also ich habe tatsächlich seit etwa 5 Jahren meinen Führerschein nicht mehr, was darauf zurückzuführen ist, dass ich mich damals schon in einer Art Selbsttherapie befand und ich kam tatsächlich in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Damals war ich noch ein bisschen grün hinter den Ohren, im wahrsten Sinne. Und dann habe ich einen Brief bekommen, dass da noch 2 Nanogramm Rest-THC gefunden wurden. Damals war ich dabei, eine eigene Firma zu gründen, hatte meinen Kopf ganz woanders. Keine Zeit, keine Nerven, mich mit diesem Prozess auseinanderzusetzen. Aber anscheinend musste ich meinen Führerschein deshalb abgeben, obwohl ich in diesem Moment kein Cannabis-Produkt konsumiert hatte, sondern am Tag davor. Bin auch damals wirklich nicht unter dem Einfluss von THC gefahren. Aber halt am nächsten Tag hat man immer noch ein bisschen was im Blut. Hab mich damals nie eingeschränkt gefühlt und fühle mich auch jetzt für diesen Test eigentlich nicht eingeschränkt. Also ich meine, ich bin seit 4, 5 Jahren nicht gefahren. Also schauen wir mal, was dabei bei rumkommt. Von daher werde ich sicherlich nicht besonders gut fahren, mit oder ohne Medizin. Aber ich glaube nicht, dass die Medizin einen negativen Unterschied machen wird. Vielleicht wird es sogar einen positiven. Also ich bin Patientin seit Dezember 2020 und meine Diagnosen sind posttraumatische Belastungsstörung, Schlafstörung und Migräne. Ich habe starkes ADHS und es ist ganz einfach so, dass ich einfach ein Handicap habe, wo ich lernen musste, mit umzugehen, ohne Medikamente. Aber Medikamente on top helfen mir, den Alltag besser zu bewältigen. Und ich habe mich nach fast 22 Jahren Ritalin und Amphetamin 2017 entschieden, auf Cannabis zu switchen und bereue es keinen Tag. Ich würde sagen, die letzten 5 Jahre hat sich meine Lebensqualität ins absolute Maximum gesteigert. Dadurch, dass ich eine Dauermedikamentierung habe, würde es mich beeinträchtigen, wenn ich meine Medikamente nicht nehme. Das ist leider so ein bisschen das Abstrakte an dem Ganzen. Bei mir als Cannabispatient ist nie das Ziel, eine Rauschwirkung zu verspüren, sondern ich nehme meine Medikamente 3 Monate mindestens, bis mit derselben Menge ein Toleranzaufbau entstanden ist und dann in Absprache mit meinem Arzt wir sagen, okay, keine Nebenwirkung, kein Schwindel, keine Müdigkeit, alles klar, Fahrzeugführen ist wieder möglich, erst dann. Also beim Autofahren kann ich aus Erfahrung sagen, es geht nur, wenn ich gut eingestellt bin. Wovor ich, weil ich sehr bewusst mit meinem Handicap, dem ADHS, umgehe, ich habe ein bisschen Schiss vor dem Konzentrationstest, weil das tatsächlich
Das Schwierige ist für mich, im Verhältnis zum Bürger würde ich mich als guten Durchschnitt einschätzen. Also seit circa 3 Jahren bin ich Patient und ich habe das genommen, weil ich wirklich nach meinem beruflichen Leben, was sehr viel auf der Autobahn stattgefunden hat, echt Rückenleiden bekommen habe. Hatte dann einigermaßen Probleme auch einzuschlafen. Ich mache zwar sehr viel Sport, aber das war wirklich an Stellen, wo der Sport dann auch nicht mehr immer weiterhilft. Und da ich sehr schlecht Ibuprofen und derlei Schmerzmittel vertrage, hatte ich mich dafür das Thema Cannabis ein bisschen mehr interessiert und bin seitdem minimalst eingestellt. Und wenn es dann zu doll wird im Rücken oder ich zu viele Fahrten habe, dann ist das immer eine sehr entspannte Möglichkeit, den Schmerz wegzubekommen und auch wieder ganz normal einzuschlafen. Das heißt, Cannabis wirkt im Gegensatz zu anderen Medikamenten bei dir deutlich effektiver. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Ja, also zumindest nebenwirkungsfreier. Also auch ein Ibuprofen wirkt effektiv im Sinne von, der Schmerz ist weg. Ja. Aber ich kriege, wenn ich das länger als 2 Tage nehme, wirklich arge Magenprobleme. Habe sehr viele Probleme mit der Verdauung dann, wenn ich solche Schmerzmittel nehme. Und das habe ich eben mit Cannabis überhaupt gar nicht. War ja schon mal in der Situation, so eine MPU machen zu müssen. Jetzt nicht wegen Cannabis, sondern wegen ein bisschen zu schnell gefahren. Und insofern, meine Reaktionen sind, glaube ich, ganz okay. Zu unserem Fahrtest treten wir unter 2 Bedingungen an. Einmal im nüchternen Zustand und einmal unter Einfluss unseres Medikaments. Um im nüchternen Zustand antreten zu können, haben wir 10 Stunden auf unser Medikament verzichtet. Damit wir die Ergebnisse miteinander vergleichen können, wurde vor jedem Test eine Blutentnahme durchgeführt. Super, jetzt kriegen wir es hin. Das ist jetzt nicht mein liebstes Hobby. Nicht dein liebstes Hobby. Aber ich mache mir was eigentlich Spaß. Gut. Das ist ja auch so ein schönes weißes Hemd. Ja, nur für dich angezogen, mein Lieber. Also ich würde schätzen 3,5 Nanogramm. Ja, alles klar. Ja. Ich glaube, wir haben es geschafft. Dann kann es losgehen, würde ich sagen. Auf die Piste, so ungefähr. Hast du nur sowas mit Elefanten? Ja. Nach einer Einweisung durch einen ADAC-Sicherheitsbeauftragten durften wir jede eine Proberunde fahren, um uns mit der Strecke und den 7 Hindernissen vertraut zu machen. Diese bestanden aus 4 Bremsübungen, 2 Pilotentests und 1 Aquaplaning-Wasserstraße. Die Teilnehmer haben die Aufgabe, den Parcours möglichst schnell und idealerweise fehlerfrei zu absolvieren und dabei eine Zeit von maximal 1 Minute 20 einzuhalten. Da der Test jedoch unter Höchstgeschwindigkeit durchgeführt wird und somit keine typische Verkehrssituation darstellt, wurde jedem Teilnehmer maximal 1 Fehler pro Runde zugestanden. Für den zweiten Teil des Tests müssen wir unter Einfluss unseres Medikaments stehen, um die Auswirkungen auf unsere Fähigkeit unter realistischen Bedingungen zu testen. An dieser Stelle hatten alle Teilnehmer die Freiheit zu entscheiden, wann sie sich wieder fahrtüchtig fühlen. Erst dann wurde erneut eine Blutabnahme durchgeführt, um die Ergebnisse mit denen des nüchternen Tests vergleichen zu können.
diesem Laborbericht könnt ihr meinen THC-Spiegel im Blut einsehen, der am Tag des MPU-Leistungstests nach der Einnahme meines Cannabis-Medikaments gemessen wurde. Die folgenden Grafiken zeigen außerdem die Werte aller Teilnehmer des Fahrtests unter nüchternen Bedingungen und unter Einfluss von Medizinalcannabis. Nachdem ich die Reaktionstests absolviert hatte, führte ich ein Gespräch mit Verkehrsanwalt Dr. Marc Herzog, um seine Einschätzungen zur Fahrtauglichkeit von uns Cannabispatienten und zur aktuellen Rechtslage zu erfahren. Da war das Spannende, dass man sich so ein bisschen von diesen Vorurteilen von der Vergangenheit wohl auch der Wissenschaft freimachen muss, denn die Medizinalcannabispatienten treten, auch wenn sie gerade keine Medikationen eingenommen haben, schon mit einem relativ hohen psychoaktiven Wert an. Also ich war überrascht, was die Blutwerte ergeben haben, dass da schon vor der Medizinalcannabis-Einnahme relativ hohe Werte beim psychoaktiven Wirkstoff sind. Deutlich natürlich über diesem jetzt immer noch geltenden Grenzwert von 1,0 Nanogramm pro Milliliter. Wir haben hier einen Probanden, der hatte schon vor der Medizinalcannabis-Einnahme Beispiel 21,3 Nanogramm pro Milliliter psychoaktiven Wirkstoff, ohne dass er eben da, wie gesagt, das Arzneimittel eingenommen hatte. Also da muss man sich freimachen und vielleicht auch den Fokus darauf stellen, dass es Patienten sind, die in der Regel dieses Arzneimittel nicht aus Spaß nehmen, sondern weil sie es medizinisch brauchen. Und die sind die Wirkung gewohnt, die sind nicht mehr berauscht, die können sich in der Regel sehr, sehr kritisch einschätzen und auch sind sie durch dieses regelmäßige Einnehmen viel, viel schneller wieder fahrtüchtig als jemand, der das zum ersten Mal nimmt oder vielleicht auch nur gelegentlich nimmt. Also da muss man diese alte Denke so ein bisschen über Bord werfen und auch darauf fokussieren, wenn jemand es regelmäßig nimmt, können die psychoaktiven Werte viel, viel höher sein, ohne dass der da irgendwelche Beeinträchtigungen hat. Ja? Das bei den Medizinalcannabis-Patienten, das sind nicht, wie es so oft ist, Kiffer auf Rezept. Das sind Menschen, die ihren Körper sehr, sehr gut kennen und wahrscheinlich am liebsten auch auf das Medikament verzichten würden. Ja? Dass bei den Medizinalcannabis-Patienten politisch jetzt die Grenzwerte sind nicht mehr zeitgemäß und sogar jetzt der Verkehrsgerichtstag hat ja auch gesagt, 1,0 Nanogramm pro Milliliter ist der analytische Grenzwert. Der ist nicht mehr zeitgemäß für das, weil man sagt eben, da ist auch Tage danach der Wert noch oft deutlich höher. Es gibt Studien, wo wirklich auch ein, zwei Wochen danach noch ein vielfacher Grenzwert überschritten war, aber psychoaktiv keinerlei Beeinträchtigung mehr feststellbar war. Also da ist Handlungsbedarf, auch was die Grenzwerte angeht, da muss einfach ein bisschen nachgesteuert werden und auch darauf abgestellt werden, was die Wissenschaft da eruiert hat, sodass wir das auf eine zeitgemäße Schiene bekommen. Am nächsten Tag haben wir den Reaktionstest an einem MPU-Prüfcomputer unter denselben Bedingungen wie beim Fahrtest durchgeführt. Wir sind nüchtern zum Test erschienen und haben den Test nur unter der Einnahme unseres Medikaments durchgeführt. Wie beim Fahrtest durfte jeder Teilnehmer selbst entscheiden, wann er sich dazu in der Lage fühlt, den Test zu beginnen. Vor der Einnahme des Medikaments und dem Start der Prüfung wurde erneut eine Blutentnahme durchgeführt. Es ist nun an der Zeit, die gesammelten Ergebnisse in der Expertenrunde mit dem Fachanwalt für Verkehrsrecht Dr. Marc Herzog und den Verkehrspsychologen sowie MPU-Experten Manuel Kran zu analysieren und zu besprechen. Schön, dass wir wieder gemeinsam in der Runde zusammenkommen und jetzt mal die Testergebnisse durchsprechen können zu unserem Fahrsicherheitstest für Cannabis-Patienten. Da haben wir ja jetzt gerade dich, Marc, für die rechtliche Expertise. Manuel ist unser MPU-Berater, Psychologe. Fangen wir mal mit den Reaktionstests an. Da waren wir in Nürnberg und durften dort vor Ort natürlich jeder abgeschirmt, so dass wir uns konzentrieren konnten, an einem PC gemeinsam diese Tests absolvieren. Und Manuel, genau, erklärst uns ganz kurz, was diese Tests beinhalten und was da genau geprüft wird, bitte. Die Tests, die durchgeführt wurden, sind Teil des Wiener Testsverfahrens, also einem Original psychophysischen Leistungstest bei der MPU, also ein originales Gerät. Eine andere Situation hat man auch nicht am Tag einer MPU. Und da werden eben diese verschiedenen Fähigkeiten, sage ich mal, getestet, die auch wichtig sind dann hinterm Steuer auf der Straße. Also da geht es dann um Aufmerksamkeit, Konzentration, Reaktionsgeschwindigkeit. Genau, das sind insgesamt 4 Tests gewesen. Belastbarkeit, Orientierungsleistung. Ja, was soll ich sagen? Es haben alle bestanden. Und nicht mal schlecht. Also das ist sehr beeindruckend gewesen tatsächlich, dass die meisten eigentlich überdurchschnittlich auch waren. Also alle im Mittel über 50%.
Ich glaube, es gab nur, okay, es gab zwei Ausreißer, einmal knapp unter 50 und einmal 17 bei diesem Aufmerksamkeitsleistungstest. Ja. Der ist aber, also okay, ich will da jetzt gar nicht verharmlosen oder so, aber der Aufmerksamkeitsleistungstest, wer sich vielleicht ein bisschen auskennt, da muss man dann relativ zeitschnell grüne, gelbe Tasten, Fußpedale, also man muss da wirklich sehr viel machen. Und da kann es auch mal Probleme geben, wenn die Leute mit dem Testverfahren nicht zurechtkommen. Ja, also das ist dann oft auch das Problem, dass eigentlich gar nicht die psychische Fähigkeit hier minder ausgeprägt ist, sondern einfach dieses Testverfahren da Probleme macht und man das nicht reliabel messen kann dann. Ja, wenn es in der MPU passiert und man fällt durch, dann kriegt man eine Fahrverhaltensbeobachtung im Nachhinein. Aber nicht mal das ist hier passiert. Ne, das möchte ich auch nochmal sagen. Also keiner ist hier durchgefallen. Also es waren alles Tests, die ausreichend waren, mindestens oder besonders gut sogar. Ja, also, bei dir, Attila, auch, wenn ich dich hier mal irgendwie raussuche oder so, wenn ich dich finde, ich hab's hast du hier 70 bis 80 quasi waren so die Ergebnisse, ja, in allen vier Tests. Ja. Das ist halt etwas, ja, was auch viele, ich sag mal, die nicht unter Einfluss ihres Medikaments stehen oder anderen Stoffen, gar nicht erreichen. So. Also dann, wenn ich mir die Blutwerte natürlich nochmal dazu anschaue bei dir. Waren ja doch erstaunlich, also erstaunlich hohe Blutwerte für, ich sag mal, Nicht-Mediziner und Laien auf dem Gebiet. Ja, wenn man mal so diese Stellschraube 1,0 Nanogramm pro Milliliter nimmt. Das kann man gar nicht glauben eigentlich, ne? Beim Attila mit 44 Nanogramm, da halbe Stunde oder Stunde nach der Einnahme quasi dann den Leistungstest gemacht und da dann, also keine Anzeichen irgendeiner Beeinträchtigung. Und ich weiß nicht, wer hat den Vogel abgeschossen, irgendwie mit 69 Nanogramm. Also, ich glaube, das war Vincent. Vincent war der mit 69 Nanogramm. Genau. Das habe ich noch nie gesehen. Also okay, 69 Nanogramm auf einem Blutentnahme ist natürlich auch schwierig zu erreichen, wenn dann immer ein bisschen Zeit auch vergeht. Aber ja. Wollen wir uns kurz mal den Test auch von der Person gerade anschauen, gerade mit diesem überdurchschnittlichen Wert. Einfach nochmal zum Verständnis. Meiner war bei 44 und du sagst, ich habe da so eine Spanne zwischen 70 und 80. Während er jetzt mit diesem 69er Nanogramm-Wert, wo liegt er jetzt? Also laut Testergebnis? Da muss ich natürlich nochmal reinlinsen hier. Ja, nimm dir die Zeit. Der Vincent hat 69, ne? Und dann sind wir auch im oberen 80er-Bereich. Also eigentlich fast identisch wie du, ja. Also jemanden, der eigentlich unter Einfluss nicht fahrtauglich sein sollte, glaube ich, aktuell, ne? Aber was ich auch erstaunlich fand, ist, dass schon vor Einnahme der Medikation ein relativ hohes Grundrauschen war. Da war ja schon auch vor Einnahme des Arzneimittels der Wert bei vielen ein zigfaches über dem, ich sage mal, 1,0 Nanogramm pro Milliliter Grenzwert. Ja, und das ist ja auch schon, finde ich, hochgradig erstaunlich und bemerkens- und erwähnenswert. Ja. So sehe ich das nämlich auch. Es ist ja in den Köpfen drin, wenn jemand 1,0 überschritten hat, dann ist der vielleicht gar nicht mehr in der Lage, sicher zu fahren, hat auf jeden Fall jetzt beim Medizinalcannabis-Patienten was anderes, aber mal grundsätzlich einen Bußgeldtatbestand verwirklicht. Ja. Und die Leute kommen in der Früh sozusagen nüchtern ohne Arzneimittel, teilweise schon mit 8,0 oder was auch immer Nanogramm pro Milliliter in die Runde, ohne dass sie das Medikament genommen haben. Fand ich hochgradig spannend und sollte auch mal in der aktuellen Diskussion der Grenzwerte so ein bisschen Eingang und Reflexion finden. Man sieht einfach, wie streng dieses 1-Nanogramm-Limit ist oder dieser analytische Grenzwert, dass das nichts, so gut wie nichts mit einer Berauschtheit zu tun hat. Eigentlich ist es ja auch gar nicht 1 Nanogramm, es war mal 2, ja, unter dem man dann das nicht mehr ja hundertprozentig ausschließen kann, dass man nicht berauscht ist. Aber 1 Nanogramm ist einfach so weltfremd, das kann man gar nicht anders sagen. Die Ergebnisse unseres Fahrsicherheitstests, sowohl unter nüchternen Bedingungen als aber auch unter Einfluss unseres Medikaments, waren überraschend gut und deutlich besser als erwartet. Die Teilnehmer an diesem Projekt zeigten eine hohe Konzentrationsleistung und Orientierungsfähigkeit sowie gute Belastbarkeit und Aufmerksamkeit, trotz ihres hohen THC-Gehalts in ihrem Blut. Die Interviews haben mir persönlich gezeigt, dass es innerhalb der Gesellschaft noch einiges an Aufklärungsarbeit bedarf. Es besteht jedoch Einigkeit darüber, dass die richtige Dosierung bei der Einnahme von Cannabis-Medikamenten eine große Rolle spielt.
Insgesamt kann das Projekt als großer Erfolg betrachtet werden, da es dazu beigetragen hat, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Cannabis und Fahrtauglichkeit zu lenken und Vorurteile abzubauen.